So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda: Majora's Mask. Ich hoffe, man hört mich. Ich nehme nämlich wieder mit meinem neuen alten Headset, nicht Headset. Oh, Link. Will ich gar nicht. Mikro auf, weil mein Headset mal wieder den Geist aufgegeben hat oder es gerade versucht zu tun. Jedenfalls, das letzte Mal waren wir. Oh, okay, ich habe schon einen Herzcontainer. Nein, der Gila ist sich um mein Herz. Yay! Vier Herzen. Ja, das letzte Mal war ja Ghost dabei und der ist jetzt wieder weg. Und wir haben den Boss besiegt zusammen und jetzt machen wir der Hauptquest weiter. Ich habe leider keinen Timer, weil mein Handy gerade aufgeladen wird und ich sonst keine Stoppuhr habe. Ich blöd Mann. Blöd Frau, ach egal. Odolvas Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Oh, die Maske. Ich muss gleich eh noch mal rein, um die Feen zu suchen. Das werde ich, glaube ich, offscreen machen. Oh Gott. Matrix. Willkommen in der Matrix. Was ist das? Oh mein Gott. Ein Riese? Der singt. Warte, hör doch. Er scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas wie eine Melodie lehren möchte? Steh nicht einfach herum, schnapp dir dein Instrument. Ob es das Lied wohl ist? Nein, nicht. Manu, ich hab doch auch nach oben, egal. Okay, das ist jetzt mal Fail hier. So. Schön. Gesang des Himmels. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Oh mein Gott. Ruf uns. Das hat er gesagt. Ruf uns. Uns? Das heißt, es gibt mehr von ihm? Oh! Yay! Es wird zu normalem Wasser! Aha. Cool. Wumm. Okay. Diese vier, von denen Tail gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh, hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du schon etwas schon mal gemacht? Naja, ich bin nur durch die Zeit gereist, wurde dann erwachsen und habe gegen ein riesiges Schwein gekämpft, aber egal.
Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Was geht mit der? Hey! Nervi. Was ich getan habe, ich meine dein Pferd und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören, verstanden? Ich sag doch eh nie was. Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Horrorkind nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Ja, sofort. Da ist was. Wo sind wir eigentlich hier? Ach, hier sind wir. 13 von 15. Oh Gott, ist die hässlich. Man hat so einen riesigen Kopf. Wer bist du? Link, erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Ja, schön, euch kennenzulernen, Euer Majestät. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Aha, dachte ich's mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Danke. Also hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen. Sehr gut. Ja, es war so, ne? Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Affenarmen? Sag nicht. Bist du sicher? Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder eine seiner voreiligen Entscheidungen. Oh oh. Rage Mode. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Link, du hast doch etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst, oder? Ja, hab ich. Aber ob du da auch reinpasst, frage ich mich gerade. Ja, da passt du rein. Ich habe keine Fee. Also komm, rein mit dir. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Sir Link! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ralf, bring mich zum Palast. Okay. Dumme Kuh. Ja, genau. Ich kann hier nicht zurück. Das heißt, ich muss zuerst die Deko-Prinzessin abliefern. Beim König. Yay. Musik ist auch wieder normal. Da hinten ist eine Schatztruhe. Da möchte ich hin. Toll, 20 Rubine. Gut, ich muss eh gleich nochmal hier hin, deshalb gehe ich zuerst mal zurück zum Deko-Palast. Ah, es regnet. Das ist der zweite Tag, stimmt ja. Och Mann, immer falsch. So, Deko-Schale. Ich hasse es, wenn es so spackt. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist, aber ich vermute noch nicht so viele Minuten. Oh, ich kann ja da einfach runter. Bin ich blöd. Da ist ja der Deko-Palast. Boing, boing, boing. Boing, 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 boing. Yay! So. Ab dafür! Oh Gott, ist der riesig! Scheißen Dreck, habt ihr den gesehen? Wow! Ist doch noch nicht der dritte Tag, warum ist er so riesig? Hilfe! Ach, lass mich durch. Du war gerade ein Fail. Mann, ist der Mond riesig. Nein, nicht den Affen. Worauf wartest du? Charlene, Beeilung. Hör auf die Flasche und lass mich direkt von meinem Vater frei. Ja, mach ich. Euer Hoheit.
Wah! Hilfe! Oh Gott, ist der hässlich. Oh, meine Tochter! Meine geliebte Tochter! Geht es dir auch gut? Ich war so in Sorge. Oh, der dumme Vater! Oh mein Gott. Hüpf, 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 hüpf. Oh Gott, angepisst. Was macht ihr hier? Lasst den Affen auf der Stelle frei. Ja. Was macht der Butler denn da? Hey, Affe! Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid, aber mein Vater neigt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben und vergessen. Aber was ist mit dem Tempel? Dank Sir Link ging alles nochmal einmal gut aus. Man nennt dich also Link. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Ach, kein Problem. Als Zeichen unserer Dankbarkeit und unser Badleid, was für dich vorbereitet, bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausganges. Jo! Jo, ich gehe jetzt erstmal zum Tempel zurück, um zu gucken, ob ich neue Fan habe. Okay, und hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Hüpf, hüpf, boing. Moment, ich könnte eigentlich... Haha, ich mach voll Cheating und so. Aber jetzt seht ihr wenigstens mal das Lied der Schwingen. Sümpfe des Vergessens? Ja. Und bumm, wir sind weg. Und natürlich bin ich an das Falsche geportet. Doch, ich hasse es. Aha, okay. Okay, und ab in den Dämmerwald. Das war dumm von mir. So. Dämmerwald, ja. Nein, das passt hier nicht hin. Okay. Dann lasset uns mal zur Tat schreiten. Und natürlich war es falsch von mir. Blume. Sind hier alle Monster weg? Das wäre schön. Tatsächlich sind alle Monster weg. Wie schön. So. Abtauchen. Komm schon. Friss dich in die Blume rein, holder Link. So. Mal sehen, was da drin ist. Ich wette ein Herzteil. Wow. Yeah, und Link springt in die Kiste rein und verschwindet in ihr. Flupp. Ein Herzteil. Oh yeah. Schön. Das freut mich. Nein, das freut mich nicht. Ich verrecke jetzt erstmal. Mal sehen, ob ich bis dahin, also von da bis da rüberkomme. Ich denke aber, das müsste klappen. Ja, es hat gerade so geklappt. Juhu! Ich bin rübergekommen. Jetzt suche ich nochmal, ich weiß nicht, ob ich offscreen machen soll oder jetzt. Weil das wird eine irre Sucherei. What the? Du mein Vermächtnis trägst. K.
kehre zurück zum heiligen Ort, um mir gegenüberzutreten. Ah ja, okay. Moment, bitte. So, meine Mom. Sorry. Ja, genau. Das ist jetzt hier. Da können wir nochmal gegen Uldova antreten. Das müssen wir auch tun, wenn wir nicht mehr durch den ganzen Tempel gehen wollen und wieder am Anfang sind, also an der Dämmerung des ersten Tages. Wäre ja ein bisschen blöd, wenn wir immer wieder durch diesen verdammten Tempel gehen müssten. Deswegen, besonders beim Wassertempel, das ist scheiße. Deswegen gibt es diese kleine nützliche Funktion, dass wenn man einmal den Boss besiegt hat, aber nochmal das Gebiet retten muss, um irgendwas zu machen, dann gibt es diese nützliche kleine Funktion. Ich glaube zu wissen. Also ich muss nochmal gucken. Wie wir erst zwei Masken haben. Okay, hier ist nichts. Ich kann ja jederzeit hier hoch. Jetzt gehe ich erstmal in den letzten Raum. Nix mehr. Komisch. Wo sind sie dann? Nicht mal Körper hier, Link. Du enttäuschst mich. Also, Fee. Aha. Hier ist eine. Wo ist denn hier noch eine? Fee, wo bist du? Nee, die müsste man eigentlich... Aha, ich weiß es. I know it, ich hab's gefunden. Manu, daneben. Juhu, ich hab sie. Ich wusste doch, dass sie sich in dem Bienendings befindet. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Deko? Nee. Nee, Karte. Okay, ich bin hier. Also, ich weiß gar nicht mehr. Ist die in dem? Also, hier ist keine mehr. Vielleicht ist sie im oberen Stockwerk. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo die letzte Fee sein könnte. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Zeit wir noch haben. Aber das möchte ich... Okay, hier ist sie nicht. Ups, das ist ja genau... Ah. Gehe ich mal hier lang. Ah ne, genau, hier kam man... Hier kriegte man den Bogen. Ja. Komm schon, Link. Ich hasse es. Abtauchen und losgehüpft. Scheiße. Ah, komme ich nicht mehr ran. Blub. Und weiter. Weiter geht's. Was ist hier nochmal? Ach ja, genau, der Frosch. Den brauche ich ja nicht. Körper! Link macht endlich mal einen Körper. Wo könnte die Fee dann sein? Das gibt's doch nicht. Ey, ich suche jetzt den
scheiß verfickten Tempel nach der scheiß behinderten Fee ab. Ist doch nicht wahr. Ja, also hier ist er nicht. Sieht scheiße aus, Link. Vielleicht ist sie ja da oben. Nee, ist sie nicht. Wenn ich da runterfalle, ist es auch nicht so schlimm. Nö. Nix. Na dann, jetzt. Gar nix. La la la. Aha. Und ich weiß auch schon genau wo. I need ja, ich weiß. Nein. Los, komm. Nein, scheiße. Das war die falsche. Hör auf mich zu stechen. Wo ist es dann? Where is it? Oh, da. Juhu, ich habe alle Feen. Hallo, komm, Fee. Alle verirrten Feen gefunden. Bringen sie rasch zu ihren Freunden, die in gleichfarbigen Glanz erstrahlen. Das mache ich beim nächsten Mal. Jetzt gehe ich erst nochmal aus dem Tempel raus. Wow. Dop-di-dop-di-do. Ja, jetzt gehen wir aus dem Tempel raus, wie gesagt. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask, wenn ich die neue Feenfähigkeit hole und meine Belohnung vom Butler der Dekus. Also bis dann. Ciao.